Ja, Kontinenzprobleme, das betrifft die Harninkontinenz und die Stuhlinkontinenz. Erstens stelle dir vor, du hast einen sehr erhöhten Harndrang und brauchst ständig eine Toilette in deiner Nähe, die du aber schlecht erreichen kannst, weil du ja Blei in den Beinen hast und Schwindel und Sehstörungen noch dazu. Wenn du die Toilette nicht rechtzeitig erreichst, fällst du womöglich ins Kleinkindalter zurück und musst mit einer nassen Hose herumlaufen. Peinlich? Darmprobleme? Stelle dir einen dauerhaften Durchfall vor und niemand lässt dich zur Toilette gehen. Das kann echte Folter sein. Die Trigeminusneuralgie? Stelle dir vor, deine Wange schmerzt ständig oder anschießend und jedes Mal, wenn ein Lufthauch dich dort berührt oder wenn deine Haare dagegen streifen, verspürst du stechende Schmerzen. Ja, dann gibt es noch das sogenannte Wasserfallgefühl. Merkwürdige, undefinierbare Gefühle, die deinen Körper befallen, sind das. Es kribbelt in den Beinen, es laufen kleine Spinnen auf deinen Armen oder Beinen herum. Eine Ameisenkolonie rennt stichelnd über alle Stellen deines Körpers. Undefinierbar, aber eklig und unwirklich und vor allem wirklich sehr, sehr unangenehm. Dann gibt es noch das sogenannte Leermittezeichen. Stelle dir vor, du bückst dich, um dir deine Schuhe zuzubinden. Das heißt, du neigst den Kopf zur Brust und es schießt ein extrem stechender und starker, vor allem elektrisierender Schmerz vom Hals über den Rücken bis in die Füße. Ein Stromschlag, der dich womöglich unbeweglich macht. Ja, dann gibt es noch die Fußhebeschwäche. Stelle dir vor, du musst immer mit Schwimmflossen an den Füßen herumlaufen, zusätzlich zu den Bleibeinen. Du kannst den Fuß einfach nicht anheben. Koordinationsstörungen und Kraftlosigkeit, das ist auch ein ganz wichtiges Symptom bei der MS, das ist auch recht bekannt. Stell dir vor, du musst unter Wasser im Gegenstrom laufen, mit Blei und Flossen an den Beinen. Kommst du vorwärts? Was es auch gibt, das sind die Schluckbeschwerden bei MS. Das ist gar nicht mal so bekannt, aber doch ein ziemlich häufiges Symptom. Stelle dir vor, du musst nach jedem extrem scharfen Bissen husten, ohne aufhören zu können. Nur, dass dir das auch bei Babybrei passieren würde. Du hast Angst, dass dir das in der Öffentlichkeit passiert. Also es kann zum Beispiel auch sein, bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich eine Salatsoße zum Beispiel esse mit viel Balsamico, dass mich das so im Rachen reizt, dass ich einen ganz fürchterlichen Hustenanfall bekomme und natürlich dann auch was trinke, aber das gar nicht so sehr hilft und das sehr lange braucht, bis sich mein Rachen wieder beruhigt hat. Oder es kann auch passieren, wenn man sehr kaltes Eis zu sich nimmt. Also das ist wirklich ein Symptom, das ziemlich unangenehm und halt ja auch wieder nicht sichtbar und dann unter Umständen noch peinlich ist. Ja, noch ein wichtiges Thema, das sind die Emotionen bei MS. Das ist bekannt, dass man mit MS erhöhte Emotionen hat, sowohl, dass man zum Beispiel Lachflashs bekommen kann und nicht mehr aufhören kann, als dass man eben auch Weinkrämpfe bekommt oder dass man überhaupt viel emotionaler ist oder emotional auch nicht so belastbar ist. Und ich halte das für ein sehr, sehr wichtiges Symptom, was auch oft nicht so gesehen und anerkannt wird. Es ist tatsächlich da, es ist auch bewiesen. Ich habe darüber auch ganz viel recherchiert. Und man kann, wenn man dieses Symptom für sich anerkennt, auch manchmal sich selber ein bisschen besser verstehen, warum man jetzt da wieder so oder so reagiert hat oder warum man so schnell weinen musste. Und deshalb finde ich es wichtig, auch über dieses Symptom ganz offen zu sprechen und eventuell auch seinen Angehörigen mitzuteilen, dass es eins der Symptome sein kann. Also wie immer gilt, man muss nicht alle Symptome haben, aber man kann sie alle haben. Und auch nicht jeder hat jedes Symptom gleich schwer oder gleich stark. Es ist wirklich alles sehr unterschiedlich, aber es ist eben alles möglich. Ja, stelle dir vor, bei den Emotionen, du bekommst einen Lachkrampf und kannst nicht mehr aufhören. Einmal ist das lustig. Wenn dir das aber andauernd passiert und in unpassenden Momenten, ist es manchmal mehr als peinlich. Manche MSler haben eine übersensible Emotionswelt. Das kann beim Weinen genauso passieren. Du lebst in der Angst, immer wieder unangenehm aufzufallen.
Ja, und als Fazit kann man quasi sagen, dass die Autonomie eines chronisch Kranken mit Sicherheit in irgendeiner Form beeinträchtigt ist, denn die Handicaps, die man hat und die Beeinträchtigungen, die stören ja schon auch eventuell ein ganz normales Leben. Und Autonomie heißt ja auch, für sich selbst sorgen zu können. Und das ist zum Glück in den meisten Fällen auch noch sehr, sehr lange möglich. Wenn man aber mal genau hinschaut, sind es oft schon Kleinigkeiten, die uns ein bisschen aushebeln oder wo wir eben auch Hilfe brauchen. Ja, bei der Autonomie stelle dir vor, du kannst dich nicht mehr alleine pflegen, nicht mehr alleine aufstehen und nicht mehr alleine laufen. Addiere dies nun alles zusammen und stelle dir vor, dass du so deinen Alltag schaffen müsstest. Würdest du da nur eine Stunde von bewältigen? Das ist eine relativ provokante Frage, die quasi auch für die Angehörigen von daher wichtig ist, dass man immer wieder sich selbst auch fragen muss, würde ich das schaffen, was mein MS-Angehöriger da jeden Tag so leistet? Denn das ist schon enorm, was so ein MS-Gehirn leisten muss. Und das ist auch immer eng verknüpft mit der Psyche. Gleichzeitig aber möchte ich auch hier in diesem Video wieder allen Angehörigen danken, denn auch ihr leistet Wunderbares und Großartiges. Das muss einfach auch immer wieder betont werden, denn ihr lebt in dem Moment ja mit uns und mit unserer Erkrankung und leistet genauso Großartiges. Und das ist auch wichtig, dass die MS-Betroffenen das zu beherzigen wissen. Also ich denke immer, wenn man das Glück hat und hat tolle Angehörige, die einem wortlos glauben, wenn man mitteilt, dass es einem nicht gut geht, das ist das schönste Geschenk, was es gibt. Und das wünsche ich auch jedem MS-Betroffenen. Und den Angehörigen wünsche ich natürlich, dass sie sich nicht so sehr viele Sorgen machen müssen um ihre Betroffenen, dass es ihnen gut geht. Und ich kann einfach immer wieder nur sagen, wichtig ist einfach der Austausch, dass man sich immer wieder miteinander unterhält und immer auch vielleicht wieder neue Regeln aufstellen muss, einfach um sich selbst und dem anderen zu zeigen, ich bin da, ich höre dir auch zu, aber ich muss eben auch wissen, um was es sich handelt und ich muss auch wissen, wie ich persönlich handeln kann, um dir zu helfen. Und von daher denke ich, ist es wirklich wichtig, sich einfach auch mal richtig, richtig gut zu unterhalten. Ja, ich wünsche euch von Herzen, wie immer, alles, alles Liebe und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und denke, dass ich noch zu ein paar anderen Themen immer mal was erzählen werde. Und wenn ihr Wünsche habt für irgendwelche Themen, dann äußert die bitte, denn nur so kann ich euch wirklich gut erreichen. Ich suche halt immer so ein bisschen das aus, wo ich denke, das könnte passen. So, macht es gut, bis dann. Tschüss.